Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Glow. Und der Merlin steht hinter mir mit seiner blöden, seinem blöden Aussehen. Mit dem tollen Hut, mit den Flügeln und der Rüstung. Und ich sehe auch toll aus. Und ich wollte aktuell F1 drücken. Und ich werde jetzt, wie von Merlin befohlen, er ist nicht da, er war nämlich lange Zeit krank und jetzt haben wir auch aufgehört zu skypen. Da werde ich jetzt mal dieses Ginseng essen. Boah, Haste. Jetzt kann ich alles schnell abbauen. Boah. Alle, die Hand, die geht ab. Wie das aussieht. Oh, alter Vater. Und hier ist Nen Solar Penis. Da ist er ganz stolz drauf. Oh nein, das ist einfach so peinlich. Oh Mist, da oben ist der Schnee. Es sieht einfach so dämlich aus. Ja, den lassen wir einfach mal zur Dekoration da stehen. Richtig gut das Ganze. Diese Musik macht mich wie angespannt. Servus YouTube. Genau. So, ich habe vergessen die Flachwitztrommel anzumachen. Jetzt darf ich gar nichts mehr sagen. Naja gut, was soll's. Hier habe ich den Raum ein bisschen weiter gemacht. Da wollen wir nämlich jetzt zum Autocrafting kommen. Und dafür brauchen wir erstmal natürlich zum Anfang Autocrafting Tables. Autocrafting heißt doch gar nicht mehr so. Das heißt nämlich War das nicht Automatic? Ne, das waren die von Tube Stuff. Okay, da gehen wir mal zu Logistics Peepers. Das ist einfach Logistics Crafting Table, genau. Da brauchen wir eigentlich erstmal so die Basissachen. Holz, ja, Holz und Stein. Und Merlin macht Haare jetzt. Oh. Ganz ehrlich. Lehl, ja. Ich denke auch. So, Holzensteck, wir haben ja schon Stein. So, dann machen wir. Achso, wir sollen uns erstmal auch jetzt hier rausholen. Es ist ja auch ein bisschen eine Zeit vergangen hier, seitdem wir es jetzt mal aufgenommen haben. Ja, genau, dann brauchen wir hier ordentlich Stöcke. Wood Gears. Ja, so. 4 Steinchen. So, dann brauchen wir jetzt auch noch eine Kiste. Und ein Werkbänkchen. Und jetzt können wir uns ein Logistics Crafting Table machen, der so super toll ist. Den stellen wir auch schon mal auf. Ist es nicht das geilste? Weil das ja irgendwie auch ans System muss. Man hat hier. Aber man könnte hier eigentlich. Na, es muss ja eigentlich auch Connection haben. Zu dem hier. Das ist auch so eine Sache. Man könnte. Es muss ja eigentlich hier rein. Deswegen. Ah, wir stellen es erstmal einfach auf. Wir gucken dann nachher zu dem Logistischen. Sagen wir mal so. Das macht Spaß. Bullshit einfach nur. Dann können wir uns auch schon noch die Dingens Crafting Logistics Pipe machen. Dafür brauchen wir Basic Logistics Pipe. Haben wir, glaube ich, noch. Basic. Ja, haben wir noch. 2 Stück. Und Redstone. Nein, ganz viele Strawberries, so ein Dreck. Alter, wenn er jetzt noch so viel Scheiß macht jetzt.
Hier ist jetzt rausgeflogen, ja, richtig toll. Nee, also dann, müssen wir da schon, Basic, genau, Basic brauchen wir. Sondern Stein und Redstone, ja, wo ist das Redstone? Hier fliegt es jetzt hier rum. Ja, es soll echt. Wo ist das andere? Ich wollte ja mehr. Wo ist das Redstone? Wo ist das Redstone? Och, nee, nee, ganz ehrlich. Wenn noch irgendwas passiert, dann ist das nicht mehr so lustig. So, Crafting Logistics Pipes. Jetzt brauchen wir auch noch davon ein bisschen was. Genau, eine Diamantpipe haben wir bestimmt auch noch, weil wir das nicht zurückcraften konnten. Ich glaube, da habe ich mal zu viel gemacht. Wir haben jetzt eh Diamanten zum Abwinken. So, jetzt haben wir hier eine Crafting Logistics Pipe und wir brauchen jetzt genug noch standardmäßige. Und das ist erstmal das Erste, was man eigentlich machen sollte, wenn man ein Autocrafting-System macht. Das Autocrafting an sich automatisieren, dass man sich selbst Sachen fürs Autocrafting an sich auch herstellen kann. So. Schwachsinn. Aber Hauptsache ich habe Erdbeeren. Die habe ich ja vorher nicht gehabt. So, dann gehen wir nochmal hier. Ich weiß nicht, wir brauchen erst noch hier Eisen auch noch ein bisschen. So viel Eisen haben wir gar nicht, das ist so die Sache. Da könnte man eigentlich auch mal eine Farm von machen. Der Mann schläft, das ist ja eine geile Sache. So, 2 Iron. Ist es Stainless? Wahrscheinlich ist es Stainless. No, it isn't made of honey. Ja, genau. So ein Schwachsinn. Basic. Cobblestone, Glas, Redstone, Diamantpipe. Ja, die 22 haben wir nämlich hier noch. Das ist total übertrieben. Aber wir werden sie jetzt noch gebrauchen. Ich hab's damals gesagt. Oh Gott, wie schreibe ich denn heute? Ja, heute war ein stressiger Tag auf jeden Fall. Redstone Glass. Also Redstone Torix. Und Glas haben wir auch noch. Oh, ich habe einen Starstone bekommen. Die funktionieren nämlich jetzt mittlerweile auch wieder, weil ich habe ganz viel geupdatet heute. Das war schon, boah. Puh, war schon ein bisschen anstrengend. Haben wir Glas. Ah, wir haben noch keine Redstone Torch. Dann sagen wir erstmal 8 Stück. Die haben wir irgendwann tatsächlich mal verbraucht. So, dann können wir uns jetzt mal hier ein paar lustige Basics machen. 17 Stück. Alter, ich bin jetzt erschreckt. Dann würde ich sagen, so. Und dann führt das eigentlich. Können wir nur mit Fassaden dann machen, glaube ich. So. Zum Glück ist hier auch ein Busch drunter. Boah, diese unpassende Musik hier heute auch. Das ist natürlich perfekt passend. So, durch die Pipe dürfte es ja eigentlich auch gehen. So, das werden wir mit Fassaden, wie gesagt, später machen. So, dann muss einfach eine Crafting Pipe da dran. Und da können wir jetzt hier auch. Wir müssen unbedingt auch noch einen Wrench machen. Den haben wir, glaube ich, hier drin noch nicht. Einfach einen Buildcraft Wrench. Wollen wir natürlich nicht da drin suchen, sondern einfach hier. Nee, jetzt ist in der Hands Portals. Da ist Buildcraft. Ein Steingier und Eisen. Steingier. So, da. Eisen. Wir kennen es ja noch aus TPPI. Ja, haben wir schon mal ein Eisengier. Ja, ich bin ein bisschen. Alter, ich bin ein bisschen hier. Aus der Verfassung, so ein bisschen. Ja, heute war echt ein anstrengender Tag. So vieles machen. Just Hit It. Die neuen Achievements auch. Aber ich wollte unbedingt mal wieder Glow spielen, weil ist ja schon längere Zeit vergangen. Hier können wir nämlich sagen, ob Satellit, also irgendwie so ein bisschen Fernzugriff oder sowas. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen nämlich einfach nur Shift klicken.
nehme ich das Rezept erstmal für Basic Logistics Pipes. Manny geht mal seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Ich will gar nicht wissen, was er damit meint. So, Chips haben wir eh nicht. Es ist die Frage, Gold... Ach so, bis dann, okay. Der Merlin ist gegangen. Das ist die Frage. Sollen wir eher Buildcraft? Ich glaube, wir machen eher Buildcraft. Warum ist der Starstone da reingegangen? Ah, okay, jetzt geht's. So, jetzt können wir hier sagen, Import. Und dann könnte man eigentlich schon was outcraften, oder nicht, ne? Craft. Wenn du mich jetzt sagt, ich möchte 10 davon haben. Redstone Torch, Diamond Transfer Pipe und 4 Cobblestone Transfer Pipe. Deswegen müssen wir nämlich hier am besten aber auch hier erstmal das Logistics Crafting Table machen. So, Logistik. Das Crafting Table wollen wir, aber wir wollen das hier drin. Genau, mit einem Stone Gear. Perfekt, genau. Das ist nämlich so gut. Und da brauchen wir einfach ein paar Stone Gears, müssen wir uns machen. Und ins Lagerungssystem machen. Damit wir das schon automatisch machen können. Es dauert halt ein bisschen am Anfang. Und dann kriegt man es aber ganz schnell gebacken. 5 Stück. Dürfte ja erstmal reichen. Stone Gears, sehr schön. Mal gucken, was wir noch... Haben wir noch sonst Gears? 21. Das reicht. Locker. Dann können wir jetzt hier eigentlich machen Craft. Nee, genau, both. Und wir müssen hier noch... Import. So wird das erst zugelassen. Und dann können wir nämlich jetzt gucken bei Craft. Wie viel uns da machen können. Vielleicht 10. 10 Crafting Tables Jacks. Ja. 10 Crafting Tables, okay. Wir brauchen einfach ein bisschen Holz. 5, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Holz hier. Ja, warum nicht alles hier? Ich glaube, die kommen alle auch aus Undertakers, die Dinger. 10 Stück. Und 6 Chests. So, alles weghauen. So, dann können wir das alles nämlich wieder, schön. Jetzt können wir uns 10, Dingens craften. Successful. Die werden jetzt gemacht. Hehe. Das ist lustig. Und die werden jetzt alle da reingefüllt. Ach, das macht doch Spaß. Macht immer wieder Spaß, dazu zu sehen. Perfekt, schön. Jetzt brauchen wir noch Crafting Logistics Pipes. Das sind jetzt ja hier die hier. Einfach nur Stein, Steingears und Redstone. Steingears und Redstone da drüber. Da können wir uns eigentlich schon einige Pipes machen. Crafting. Ja, 4 Stück. Das dürfte sogar fast schon reichen. Hier drin haben wir nämlich die Logistics Crafting Table. Dann machen wir hier noch eins, dann machen wir hier noch eins, dann machen wir hier noch eins. In TPI war ich, glaube ich, da verschwenderischer, obwohl es gar nicht nötig war, weil man hier nicht wirklich viel braucht. Aber mir gefällt das auf jeden Fall. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet, ob's Autocrafting, ob ihr das sinnvoll findet oder nicht. Da scheiden sich ja auch die Geister. Ja, und ich habe Scheide gesagt, ja, tatsächlich. Logistical Sorter. So, dann nehmen wir mal den Brench. Übrigens, die Sounds habe ich auch ein bisschen geändert. Daisy, Ess- und Trinkgeräusche, perfekte Sache. Sagen wir Basic Logistics Pipes. Ah, ne, wir erstmal hier, da würde ich fast schon sagen, die ganzen Gears. Buildcraft. Genau, jetzt erstmal hier Holzgear. Dann Import. Dann Steingear. Import. Iron Gear. Import. Gold Gear. Import.
Schön, ja, Diamant haben wir jetzt noch nicht, weil wir die Crafting-Dingers-Pipes nicht haben. Da müssen wir uns noch ein paar Basic-Logistics-Pipes machen. Was mangelt uns denn daran? Wir haben die hier, wir haben die Redstone-Fackeln. Was fehlt uns? Logistik. Da fehlen uns die Gold-Gears, glaube ich. Dann werfen wir alles hier rein. Denn die können wir uns nämlich jetzt auch craften. Dann haben wir genau an der richtigen Stelle schon gecraftet. 21 Eisen-Ingot. Oh shit, stimmt. Ja, dann werfen wir hier mal einen Stack Eisen hier rein. Zack. Wunderbar. Ja, Eisen. Das ist wirklich ein akuter Mangel, ist das. Mal gucken, ich denke mal, wir dürfen doch auch bei Merlin uns was ausleihen, oder nicht, ne? Dann leihe ich mir mal bei Merlin was aus. Oder bei Cedric? Ne, bei Cedric gibt es die Farm gar nicht. Der hat überhaupt keine Farm. Merlins Turm. Gehen wir mal dahin. Und hier ruckelt es relativ, weil Merlin hat einen mega fetten Baum hier oben, der sich gleich aufbaut. Ah, von Eisen gibt es ja massig Essenz, denke ich mal. Kann man so sagen. So, es wird jetzt alles geerntet. Automatisiert ist da nicht so viel. Ja, das ist echt auch kein Verlust für irgendjemanden. Bevor ich halt meine Farm habe, darf man sich da doch bestimmt ein bisschen was leihen. So. So, da können wir nämlich hier mal ein bisschen Eisen produzieren. So, zack, wunderbar. Ist doch alles leichte Sache. Ja, und ich denke, das Eisen gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Schön. Ich weiß gar nicht, wie weit das hier noch fertig, schon fertig ist. Okay, dauert noch einen Moment. Ja, das ist so eine Sache. Auch noch eine Sache, die ich sagen wollte, ist, wann kommt wieder das Abonnenten-Special. Das kommt dann eigentlich auch in der nächsten Zeit so. Werde ich wahrscheinlich dann auch wieder aufnehmen. Mal gucken, aber ich habe schon konkrete Vorstellungen. Wird das in der Luft werden? Und mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht verraten. Also es wird auf jeden Fall was in der Luft werden, weil es sich das ergeben hat, so ziemlich, aus den Kommentaren. Und da waren auch viele für und meinten, es wäre eine gute Idee. Und das habe ich schon eine Vorstellung, wie man das lösen könnte. Es wird das wert, was man noch nie gesehen hat. Auch noch nie in einem Technik, in einem Hardcore-Pack und so. Das wird auf jeden Fall was ganz Nettes werden, wenn ich das so durchsetzen kann, wenn ich vor allem überlebe. Wenn wir vor allem überleben, es ist ja wirklich kein Singleplayer, man ist eigentlich, selbst wenn man Singleplayer spielt, ist man nicht alleine im Prinzip, da guckt ja immer einer zu, nämlich ihr, und das ist echt schon was Lustiges, und es wertet dieses Spielen ungemein auf. Ich habe weniger Lust, alleine zu spielen, als Let's Play von zu machen, das ist schon so eine Sache, weil man das Gefühl hat, es ist sinnloser, wenn einem keiner zuguckt, tatsächlich, so ist das. So gewohnt ist man dann schon an das Let's Playen. Es geht vielleicht euch auch so, wenn ihr Let's Plays macht, dass ihr da mehr Lust habt, wenn ihr das dann mit anderen Leuten teilen könnt, was ihr erreicht habt. Das ist ja auch viel, viel spannender und das ist auch der Reiz vom Multiplayer generell, dass man anderen Leuten zeigen kann, was man gebaut hat. Man kann ja im Singleplayer kann man ganze Städte bauen und sein ganzes Leben an irgendwelchen Bauwerken vergeuden. Allerdings bringt einem das einen feuchten Dreck, weil es im Prinzip niemand sieht, außer man macht Videos davon oder stellt seine Saves ins Internet. Das ist schon wirklich so eine Sache, warum auch, wenn man einmal Multiplayer gespielt hat, dass man da wenig von wegkommt. Das ist schon wirklich so eine Sache. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt alles wegschmeiße. Wir wollen das ja noch behalten. Die Pipes hätte ich gerne wieder. Die Cobblestone Pipes würde ich auch gerne wieder haben. Request Logistics Pipe. Ah, wird auch einfach einen besseren Uncrafter geben. Das war das Beste an dem PI. Wir konnten den super schönen Uncrafter da verbinden. Aber ich weiß nicht, ob man den sogar als System verbinden könnte. Ich glaube nicht. So schön war es dann doch nicht. Aber es war der beste Uncrafter, den es gab. Hier ist der Magic Apple. Der wurde von Marvin gemacht. Der ist auch ziemlich notgeil. Der ist noch kein normaler Apfel, man sieht's ja, es deckt sich nicht. Und wir haben schön viele Diamanten. 1000, genau wie Smaragd und Karotten, aber 20.000. Brauchen wir eigentlich auch nicht.
Genau, wir wollen jetzt hier mehr dieses Basic machen. Haben wir das Glas noch? Ja, das Glas haben wir noch. Und die Gold Gears können wir uns nämlich jetzt ja, wir können zwei schon mal holen. Und hier können wir ja nochmal sagen. Perfekt. Das ist doch schön. Zwei Gold Gears und der Rest wird gemacht. Da gucken wir mal zu, wie es gemacht wird. Oh, das ist doch toll. Flup, 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 flup. Da kommen sie alle angesaust. Ah, das ist schon lustig. Autocrafting hat mir immer sehr gut gefallen. Vor allem mit Logistics Pipes. Das ist ja... Ich hätte gedacht, oh Gott, am Anfang gehört so viel dazu, weil das Setting da sich ziemlich angestellt hat. Brauchen wir eigentlich so viel? Oh, YOLO. So ist die moderne Generation geworden. Immer nur YOLO. Und sich keine Sorgen ums Leben machen. Naja, so ist das. Aber so ist das wirklich in der Generation. Das ist echt... Ich frage mich echt, so manche... Das ist auch so eine Sache. Die machen wirklich... Die meinen wirklich so... Auch so eine Mentalität in der Schule auch zu teilen. So wirklich so... Eigentlich alles. Alles scheißegal. Und auch... keinen Fick auf alles zu geben. So meinen die das echt auch überall so handeln zu müssen. Ich frage mich aber auch, wie sie denn dann so Aufgaben bewältigen. So, klar, man muss sich nicht um jeden Kram kümmern. Und ich meine auch, dass ich mich manchmal zu viel um Sachen kümmere, wo ich gar nicht, wo man so hinterher sein müsste. Aber es ist, das Gegenteil finde ich halt auch nicht gut. Und ich frage mich, wie die wirklich solche schwereren Aufgaben bewältigen, ob die überhaupt einen Antrieb dazu haben. Das ist ja immer wird ziemlich philosophisch hier, aber es ist echt so eine Sache, die wirklich berechtigt ist. Oder wollen wir noch das Diamond Gear hier zum Abschluss machen? Ja, warte mal, da möchten wir hier mit dem Wrench hier reingehen. Hier reingehen, meine ich. Zack. Diamant und Gold, Gold gehen nicht, nämlich nicht die... Die Dingens, die Industrial Diamonds, die wollen wir nicht haben. Ja, aber ich denke, das wäre es dann auch gewesen hier für diese Folge. Wir haben das Lagerungssystem schön hingekriegt. Jetzt haben wir auch das perfekte Thumbnail für die Folge. Passt, wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielleicht wird's Hardcore, also vielleicht wird's das Abonnenten-Special. Vielleicht wird's Glow. Wir werden es mal sehen. Und Mel und ich werden auch bald mal eine Videostellung dazu nehmen, wie es denn um Innovative Reality 2 bestellt ist, denn... Das Projekt endet notgedrungen, aber das werdet ihr alle schon mitbekommen. Haben ja die Folgen auch schon ausgedacht, die jetzt auch gar nicht mehr kamen davon. Und das werden wir aber alles bei Gelegenheit sagen. Aber wir haben auch schon ein neues Projekt geplant, was ziemlich lustige Aktionen und die Facecam beinhaltet. Also da könnt ihr euch auch schon mal freuen. Wird dann in der nächsten Zeit kommen, aber wir müssen erstmal wieder gucken, wann wir das Ganze organisieren. Gut, dann wäre eigentlich alles gesagt. Ich würde mich fürs Zusehen, wie gesagt, bedanken. Wir haben Autocrafting geschafft. Ich werde offscreen ganz viel Autocrafting einrichten. Und dann können wir in den nächsten Folgen auch nochmal, was uns an Farmen, was Farmen betrifft, auch mal dran begeben. Nämlich, was ich vorhatte, war eine Smoothie-Farm. Weil die geben echt gut Hunger wieder. Und eine Erzfarm à la Cedric. Das wird auch lustig. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie schon häufiger jetzt gesagt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.